Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen, hier zurück zum Kampf der Kelten. Ja, Bibracte wurde beim letzten Mal feige erobert und wir werden es versuchen zurückzuerobern. Hallöchen Gaius, grüß dich, ne? Hallo liebe Zuschauer, hallo lieber Mörb. Ja, ich bin gerade in ganz guter Hochstimmung, denn der Plan, den wir seit 10 bis 12 Runden geplant haben, ist aufgegangen. Ein kluger Schachzug ins Herzen der Averna wollten wir stechen. Bibracte erobern, da wir davon ausgegangen sind, dass die Hauptstadt der Averna von mindestens einer starken Armee verteidigt werden, hatten wir die Hoffnung, dass Bibracte einigermaßen schusslos zurückgelassen wird. Und es war ja wirklich tatsächlich eine eher schwächere Armee, die dort drin stand. Also hast du ja dann selbst gesagt mit den 15 Truppen. Mhm. Deswegen konnten wir die Stadt ganz gut erobern. Aber ich muss sagen, unter hohen schmerzhaften Verlusten, also der Mörb hat uns da echt harten Schaden zugefügt. Das also wird nicht leicht zu halten sein. Es war wirklich sowohl Mannstärke technisch als auch qualitativ die schwächste Armee, die ich hatte. Ja. Ja, deswegen haben wir ihm in der Hinsicht leider nicht so den starken Schaden zugefügt. So, ich brauche einen neuen General. Einer hat scheinbar das Zeitliche gesegnet und ich bin am Überlegen. Ich glaube, ich werde einen von uns wählen, von den Inkenern. Ach, du hast die Brennnesseln gekillt. Ah, die waren das. Ach, die Brennnesseln waren das. Die Söhne der Brennnessel hast du gekillt, ja. Ach, das war ja lustigerweise auch eine meiner Missionen. Ich habe doch, ich glaube, in der letzten Folge gesagt, ich habe mal die Mission vom Adelsrat bekommen, eine Stadt zu erobern. Ja, das habe ich jetzt hiermit getan. Mein Auftrag ist erfüllt. 1250 Gold habe ich dafür bekommen. Das nehme ich gerne mit. Yay. Der Rang unseres Königs hat sich erhöht. Sehr schön. So, aber die eine Armee hat es halt hart getroffen. Aber ich erinnere mich, das hattest du mich ja auch mal klugerweise gelehrt, wenn ich eine Armee außerhalb der Stadt stehen habe, dann war es doch so, wenn die außerhalb angegriffen wird, dann kann die Armee innerhalb der Stadt nicht zu Hilfe kommen. So war das, glaube ich. Nein, 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 so funktioniert das nicht exakt. Es geht darum, dass falls zwei Armeen die Stadt angreifen, dann kann die eine Armee die Armee in der Stadt, also da meine Armee, also wenn ich mit zwei Armeen angreife, kann ich mit einer Armee deine Stadt belagern und damit die Armee außerhalb isolieren. Achso, ja, das meinte ich. Weil wenn du mich ja belagerst, kann meine Armee ja nicht mehr zu Hilfe kommen und du kannst mit anderen Truppen meine restliche Armee. Und wenn ich dann von beiden Seiten richtig komme mit meinen beiden Armeen, dann kämpfen meine beiden Armeen, also die freie Armee und die belagernde Armee, schafft es irgendwie, dieses Multitasking hinzukriegen. Ja. Deine Armee einerseits in der Stadt drin zu halten und andererseits draußen mitzuhelfen. Was nicht unbedingt logisch ist, aber so läuft's halt. Ja. Übrigens, das ist wirklich gut für mich, ne? Also ich mache jetzt plötzlich 1160 plus. Also rein fiskalisch hat sich das für mich mehr als gelohnt. Bibracte ist gar nicht so sehr mein wirtschaftliches Zentrum eigentlich bis jetzt gewesen. Also ich weiß nicht, bei mir hat sich meine Einnahmen durch die Eroberung von Bibracte verdoppelt, von 2000 auf 4000 Gold. Also irgendwas ist positiv gelaufen für mich dabei. Dann verstehe ich nicht, warum egal, dann verstehe ich es wirklich nicht. Ich weiß auch nicht. So, was machen wir jetzt hier noch? Wir müssen jetzt ein bisschen klug, also wir müssen klug Bibracte versuchen zu verteidigen. Ach verdammt, das geht ja nicht. Okay, wartet mal, da müssen wir es ein bisschen anders machen. Ah, dann nehme ich jetzt mal dich. Du kommst bitte da runter. Du kommst da hoch. So. Ach so. So, genau. Dann. So, so. Euch da hoch bitte. Das geht nicht mehr. Meine zwei Ballisten haben zum Glück beide überlebt. Dabei habe ich mir so Mühe gegeben, sie zu töten. Ja, die eine hast du aber echt hart beschädigt. So, weil jetzt würde ich gerne die Einheiten hier zusammenlegen, dass die überhaupt noch irgendwas Sinnvolles machen. So, dann. Genau, ist hier noch ein Platz frei geworden. Den packen wir mal noch da hoch. So, was machen wir mit dir? Ja gut, da können wir eh nicht mehr viel machen. Kann ich noch was zusammenlegen vielleicht? Nee, ich glaube nicht. Genau, das kann ich noch machen. Ah, diese Außerwelten-Schwertbande, das ist bitter. Na gut, die Schleuderer sollte ich schon noch da lassen.
bisschen Fernkampf wäre grundsätzlich wünschenswert. Nehme ich irgendwas anderes dafür raus? Nee. Ich glaube, ich lasse das schon mal so. Gut, euch kann ich nicht mehr bewegen. War zu erwarten. Dich kann ich nicht mehr bewegen. Ah ja, ich wollte noch was Wichtiges machen. Und zwar den Erlass einmal umändern, bitte. Na komm. Was machen die eigentlich hier? So, haben wir gemacht. Kann ich hier jetzt noch rekrutieren? Ah, sehr schön, ich kann sogar noch rekrutieren. Dumm. Machen wir mal noch das hier. Ich glaube, hier oben habe ich schon alles erledigt gehabt, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, das läuft. Wie sieht es hier so aus? Da war, glaube ich, das Problem, dass uns, genau, dass wir mit der Nahrung ein bisschen langsam machen möchten. Deswegen lasse ich das. So, hier oben haben wir auch alles erledigt. Genau, wie sieht es da drüben aus? Das ist Macht. Dann schauen wir nochmal zum Schluss in den Bereich der Charaktere und der Diplomatie. Clan des Seepferdes hat überraschend hohe Loyalität, obwohl wir Krieg führen, alles klar. Dann würde ich gerne noch diplomatisch wieder was machen. Wie viel kostet mich das? Ja, das ist doch günstig. Das nehmen wir mal mit. Und das nehmen wir bitte hier auch mit. Gut. So. Ja. Ich glaube, die Stadt wird wieder uns echt hart fallen. Bin ich jetzt Deswegen. dran? Ja, gleich. Ich bin am Überlegen. Du wirst mich gleich angreifen. Ich muss hier noch irgendwas Sinnvolles machen. Du spielst doch nur auf Zeit, gibst du. Du willst Was einfach hier machen wir nur es noch? nicht wahrhaben. Ja. Bin echt am Überlegen, ob ich das wahrhaben will. Wisst ihr was, wir machen jetzt Folgendes. Das nervt nur. Genau. Gut, dann jetzt bist du dran. Was haben wir noch? Irgendein Ach, irgendjemand hat noch eine Fähigkeit bekommen. Level-Up. Jo, wer war denn das? Der Kollege war das. Beziehungsweise die ganze. Ne, der Kollege sogar. Ja, Krieger bitte. Jetzt bist du dran. Okidoki, jetzt bin ich gespannt. Hab so das Gefühl, wir sehen gleich die zweite Schlacht um Bibracte, liebe Zuschauer. Vielleicht, es kommt drauf an, ich weiß nicht, ob ich da rankomme. Die Strecke ist schon relativ weit. So, beim letzten Mal schon so ein Problemchen. Was macht eigentlich Massalia hier in meinem Land? Läuft die ganze Zeit in meinem Land rum? Oh, ja, stimmt. Finde ich gut. Neuer Anführer der Busumaros ist nun mein Anführer. Also ist wirklich deine Königin gestorben. Ja. Immerhin ein Erfolg, den wir uns nicht nehmen lassen können. Wir haben die feindliche Königin getötet. Sehr schön. Ja, gucken wir mal, ob das hier was wird. Die Zerstörung bereitet mir Freude. Oh, das hat funktioniert. Sehr gut, okay. Das kam unerwartet. Ihr wollt mich doch verarschen hier, oder? Unerwartet positive Nachrichten. Da kommt die Armee. Hä? Lol. Okay, ich komme nicht ran, ne? Wieso das? Ich komme maximal bis dahin, wo die Massalia steht. Das Ach krass, okay. ist so dumm hier in dem Gebiet, ey. Ich könnte schon wieder kotzen. Das ist nicht zu fassen. So, Ich beeil muss dich sagen, mal. übrigens, die öffentliche Ordnung ist richtig hoch in Bibracte. Die scheinen mich als Befreier zu feiern hier. Nee, das liegt einfach daran, dass du dieselbe Kultur hast wie ich. Das ist der einzige Grund. Die Kulturfrage spielt eine ganz große Rolle. Ja, aber wenn wir doch dieselbe hatten und vorher war es bei dir irgendwie ziemlich negativ, ich glaube bei minus 50 oder so,
Ja, also ich hatte halt noch diese ganzen negativen Effekte durch diese permanenten Rebellionen, wo halt auch das Ah, Ding okay. angegriffen wurde und erobert wurde und wieder zurückerobert. Das habe ich halt erzählt quasi, dass du dann hier mit so einem minus 25er Ah, Meinungsmodifikator ja. pro Turn Verstehe. erstmal arbeiten musst, der sich pro Turn um 1 abbaut. Das Ja. heißt also quasi, du bist gefühlt 500 Jahre damit beschäftigt, einfach die Leute zu beruhigen. Also. Ja, verstehe. Und für dich fällt halt aus irgendeinem magischen Grund ist halt einfach dieser negative Modifikator einfach raus. Das ist auf jeden Fall schon mal, nennen wir es mal, interessant. Ach, ich werde meinen Nachkommen weiterhin erzählen, dass wir als Befreier da unterwegs waren und die Leute uns zugejubelt haben, als wir in die Stadt eingezogen sind, siegreich. Bestimmt ist das so gewesen. Was nehmen wir denn da noch? Ja, was kostet der? Der kostet so und so viel, okay. Ja, ich muss jetzt hier so nach und nach hier das alles aufbauen. Okay, ja, ich kann nicht viel machen, Leute, tatsächlich. Das ist das Problem. Ich hätte gerne mehr getan, aber das Spiel sagt nein. Spiel sagt nein. Ich habe noch ein Level-Up, muss gerade immer mal gucken, was ich hier nehme. Ich sehe jetzt erst wieder, weil du Massilia angesprochen hast, die haben irgendwie die Noriker gefressen, aber wahrscheinlich diplomatisch, weil das könnten die doch niemals militärisch geschafft haben. Doch. Nicht die Noriker, sorry, sondern die, wie hießen sie? Ich habe den Namen. Räter. Die Räter hatten noch da drei Gebiete. Die hatten Genua, Midlan und Stimmt. Coria. Die haben sich wieder ordentlich ausgebreitet. Das Ja, stimmt. also Respekt an Massilia. Setzt euch, mein Freund, und lasst. Wie sie halt alle wieder mal keinen Handel machen wollen. Nee, das gibt's doch wohl nicht. Na, man kennt's, man kennt's. Warum die mich hassen? Ach so, deswegen. Na, egal. Was mache ich denn jetzt hier bloß? Was mache ich denn jetzt hier bloß? Egal. Du bist dran. Handelsabkommen. Ah, Pontus hat unser Handelsabkommen aufgelöst. Ah, Militärsabotage. Aha! Militärsabotage hat da jemand Ja, du gemacht. kommst da nicht Interessant. mehr weg. Du bist tot. Ja. Stopp. Warte mal, warte mal. Erstmal die Mission erteilt. Stellt eine Armee auf in der Siedlung. Okay. Also ich komme schon weg. Nicht weit genug. Sicher? Ja, Okay. sicher. Du Gut. weißt nicht, woher alles jetzt was kommt. Das ist richtig, das ist das große Problem. Wie weit komme ich? Oh nee, jetzt habe ich auch diesen Bewegungs das Bewegungsproblem. Ich komme nicht knapp dazu. Schade, das ist eine ganz enge Kiste hier, oder? Ich muss es mal kurz schauen. Ha, würde das reichen? Oder wollen wir wirklich, oder wollen wir lieber mal hier hinschauen? Ich glaube, das ist mir wichtiger. Ah ja, interessant. Gut, dann machen wir Folgendes. Ihr kommt mal hier mit, bitte. So. Oh, was rekrutieren wir denn da jetzt noch? Machen wir noch das hier. Und. Ja, das Thema Fernkämpfer ist echt so eine schwierige Angelegenheit. Aber sag mal, kann ich da nicht noch irgendwie ein Gebäude bauen? Da muss noch irgendwas möglich sein. Ich glaube halt einfach, dass deine Nahkämpfer halt besser sind als meine, ne? Ja, Weil davon ist auszugehen, das ich habe halt stimmt. diese bemalten halt nicht. Und die sind, glaube ich, Aber meinst ziemlich. du, diese Bemalten in der mittleren Schicht sind zu stark? Ich weiß es nicht. Keine Also, Ahnung. das sind ja so die drittstärksten, die ich habe, infanteriemäßig. Okay. Also meine Schwertbande sind besser und meine heroischen Adligen, die ich mittlerweile habe, sind Ja, noch sowas habe besser. ich auch, aber bist du halt, hast halt im Mit. Ich weiß es nicht, ich kann nur Achso, du abschätzen. meinst Midgame? Ja, kann Du schon hast halt sein, im dass die Midgame Midgame. halt einfach da stärkere Einheiten. Also für Ja. denselben Preis wie ich halt bessere Einheiten. Das ist auch schon ganz schön Ja, was wert. das kann sein, genau. So, jetzt haben wir das hier. Dann mache ich nochmal eine Einheit davon. Und hiervon. Vier Fernkämpfer. Kavallerie. Kavallerie sieht auch gut aus. Dann mache ich nochmal so eine Einheit, würde ich sagen. Genau. Perfekt. Okay, das läuft. Hier kann ich auch nichts ausbilden. Hier kann ich auch aktuell nichts machen. Schauen wir nochmal schnell da hoch. Ja, das ist halt wieder unser Nahrungsengpass gerade. Da können wir nichts ausbauen.
Hier kann ich aber bestimmt noch was machen. Naja, das hört sich gut an. Das machen wir mal. Perfekt. Okay. Gut. Kann ich den noch weiter bewegen? Die Frage ist, wohin macht der Sinn? Packe ich mal den nochmal da hoch für ein bisschen Sichtweite, denn wir haben ja gelernt, Aufklärung ist sehr wichtig. Und genau, und jetzt ist noch die Frage, was mache ich mit dieser Einami? Auserwählte Schwerter. Drei Stück. Gute Frage, nächste Frage. Drei auserwählte Schwerter, ey. Das ist ja krasse Verteidigungen, die es hier gibt. Das schafft man nicht. Das heißt, ich muss einfach nur weg. Weil die Armee draußen wird mir einfach nichts bringen. Behaupte ich fast. Die wird mir nichts bringen. Gut, aber im Norden werden deine Armeen kommen. Wie weit kann ich mich denn hier so zurückziehen, bitte? Wie es davon rennt. Taktischer Rückzug nennt man das. Ich nenne es davonrennen. So, ich werde jetzt hier erstmal, denke ich, nichts ausbauen, oder? Ah ja, wobei. Das da könnten wir bauen. Ja. Gut. So, und dann schicken wir nochmal unsere Diplomaten wieder los, oder? Geht das aktuell? Ah, die wollen, glaube ich, nicht. Die machen mal eine Pause. Ist ja auch in Ordnung, wenn sie mal eine Pause machen wollen. Ist eh Winter, ist kalt. Ja, da kann man mal zu Hause bleiben, das ist schon in Ordnung. Gut, passt. Dann bist du an der Reihe. Okay. Jetzt habe ich eventuell etwas Gewagtes vor. Oder bin ich gespannt auf das Gewagte? Das kommt jetzt ein bisschen drauf an, das muss ich erst ausprobieren, ob das... Ja. Aber wie Brakte wird es auf jeden Fall fallen. Wir haben davon gehe ich aus. Wahrscheinlich kommen gleich so drei Armeen von drei Seiten, liebe Zuschauer. Habe ich einen Nicht-Angriffspakt mit denen? Kommt drauf an, was die jetzt hier zahlen. Pff, vergiss es, ich mache doch keinen Krieg für 500 Ocken. Die Getula, das war noch die in Spanien, wenn ich mich richtig entsinne. Ja. Jetzt ist natürlich wieder mal einer meiner Agenten gestorben, egal. Wo kannst du hingehen? Okay, das ist sehr, sehr praktisch. Jetzt guck ich erstmal, was dein Lumpenknilch da unten so treibt. Heidiliho. Armeesabotage, stirb. Der läuft nirgendwo mehr hin. Oh ja, das hast du gut gemacht. So, jetzt wird hier erstmal belagert. Belagerung fortsetzen. Ich finde es witzig, dass das Spiel halt da der Meinung ist, dass man da einfach keine Chance hat reinzukommen. Alter Falter, ey, ist das mies. Obermies und charakterlos. Auserwählte Schwerter, Sperrkämpfer, da ist die zweite Armee. Okay, Leute, wir erleben jetzt hier die Rückeroberung von Bibracte. Willst du das kämpfen? Ich würde schon sagen, ja. Ja, werde ich schon kämpfen. Was habe ich denn? Oh, meine Garnisonsarmee ist ja leider echt noch sehr angeschlagen. Ja, natürlich. Ja, ich wäre noch früher gekommen, wenn ich es gekonnt hätte. So, 5500 Mann sind jetzt da. Und das hier ist jetzt teilweise Quality, wie du siehst. Ja, ich sehe es. Diesmal so, ist immerhin kein Nebel. Schwierig. Oh, wir haben einen keinen Nebel, ist dir das aufgefallen? Aber der Regen ist leicht da. Ja, es ist... Wie gesagt, Regen, habe ich gerade auch gesagt. So. Was machen wir denn jetzt am schlauesten? Okay, warte mal, du bleibst hier. Hier, geht mal hier hin, bitte. Interessant.
Okay, hier geht hier hin. Gut. So, was hast du denn da jetzt hier? Dort ist alles okay. Es ist schwierig, jetzt sich hier sinnvoll aufzustellen noch. Machen wir dann das jetzt am schlauesten. Machen wir es doch mal so. Weiter! So, warte mal, da bist du. Okay, nee, da bist du hingehen. Ich bin bereit. Ich brauche tatsächlich noch kurz. Könnt ihr euch bitte hier aufstellen? Geht das? Wie weit? Ja, das müsste eigentlich trotzdem reichen. Perfekt. So, ja, was mache ich mit euch, ey, Mann? Müsste ich halt schon da irgendwie hinstellen, sinnvoll. Größte Schwierigkeit werden wieder, denke ich mal, deine Bogenschützen werden. Ja, das wird, das bleibt Thema für alle Zeit. Ja, ja. Na, kommt, stellt euch mal gescheit auf hier. Was du ist hast den das? Vorteil, dass es regnet, weil jetzt kann ich keine Brandgeschosse verwenden. Oh, ja, das ist tatsächlich mal schön. Das freut mich zu hören. So, was habe ich hier denn noch so Schönes an Armee? Ihr geht hier hin. Dann. Genau, dann brauche ich auf jeden Fall dort noch. Euch hier bitte. Perfekt. Dann habe ich euch hier stehen. Und nehme noch euch hierher. So. Ihr dürft hier rüber bitte. Genau, und dann ist das hier noch ganz wichtig. Was mache ich denn mit euch? Ja, ich glaube, das ist ganz gut so. So, was mache ich mit meinen Fernkämpfern? Bin ich noch ein bisschen unentschlossen. Wie wär's, sie einfach löschen? Sie haben eh keine Chance. Ja, sie haben eh keine Chance. Keinen Nutzen, das ist so. Ja, ich werde sie halt einfach mal irgendwo hinpacken, auch wenn sie draufgehen. Gut, der Rest wird hier sich stationieren, bitte. Gut, 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 gut. Habe ich noch was vergessen? Nö, du wirst auch, denke ich, von dort. Und ich weiß ja, die Verstärkung müsste ja von derselben Seite grundsätzlich kommen, schätze ich mal. Jo, ich bin auch bereit. Gut, dann go. So. Halt mal schauen wir mal, drauf. Wie es laufen wird. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Aha. Aha, aha. Ja, machen die auch was? Das gefällt mir schon wieder nicht, dass ich deine Bogenschützen nicht sehen kann. Und ich weiß halt genau, die sind hier irgendwo versteckt. Tja, irgendeine Überraschung muss es geben. Ne? Ja, klar. Ich bin sehr gespannt, wann diese Überraschung zum Tragen kommen wird. Kampfbereit und billig. Ja, oh, meine Anzeige ist ziemlich schlecht für diesen Kampf. Kampfbereit und willig, so sieht's aus. Oh, oh, schön. Ja, ich sehe schon, dass du hier miese Dinge tust. Ja, endlich mal ein paar sinnvolle Sachen.
miesen Dinge werden gern getan. Aha, ich sehe deine Kavallerie draußen. Ja, drinnen würde sie nicht viel bringen, oder? Was meinst du? Naja, du hast halt ein bisschen mehr als ich. Ist schon legitim, die da draußen einzusetzen. Ich denke schon, ne? Ja, kann man mal so machen. So, ihr kommt mal mit. Ja, das Ding hast du gut kaputt gemacht. Dankeschön. Zum Glück habe ich kein zweites. So. Da habe ich nicht darauf geachtet, das gebe ich zu. Aber da sieht man mal, wie stark die Scheiße sein könnte, wenn diese Dinger mal hier drin funktionieren würden, ne? Das stimmt. Aber so oder so hat ja keiner von uns den Vorteil, sage ich jetzt mal. Bei keiner Stadt. Immerhin, also ich meine, alles andere wäre ja wirklich traurig, wenn es nur mal so wäre, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ja, das ist richtig. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Okay, meine Bogenschützen bringen da gerade gar nichts. Geilo. Ja, jetzt leider schon, was nicht so geil ist. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. So. Ach Mist. So, komm. Jetzt wird es wieder schwierig, sich so viele Sachen gleichzeitig zu konzentrieren. Schade. So, seid ihr noch rechtzeitig? Ne, ihr seid natürlich nicht rechtzeitig gekommen, ihr seid solche Helden. Gut. Kommt mal hier zur Verstärkung dazu, bitte. Okay. Was ihr könnt. Es läuft jetzt also alles hier auf eine riesige Gewaltaktion hinaus. Ich merke es ja. Wir hungern nach Blut und Kampf. Eine riesige Gewaltaktion. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. So, wir sind bereit für Gewalt. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Macht sie fertig, Männer. Das ist ein schändlicher Anblick. Rückt aus, Krieger! Unsere versteckten Einheiten. So, jetzt kommt mal hier mit. Unser General wird angegriffen. Wir
Oh, jetzt kommen natürlich die Bogenschützen zum Einsatz. Hä? Wieso mahnen die jetzt nichts mehr? Verstehe ich jetzt gerade nicht, aber gut. Ja, mein Gott, hast du eine ganze Einheit hier. Schön mit deinen Fernkämpfern besiegt, stark. Das war gut. So. Ein paar Gegenmaßnahmen müssen wir bitte einleiten. Hier, Gegenmaßnahme. Und auch hier... Gegenmaßnahmen bitte. Jetzt! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Die machen halt nichts. Okay, ihr habt Spaß, ich sehe schon. So. Ihr habt Spaß. Wie sieht es da vorne aus? Einheiten wurden entdeckt. Ja, so langsam kriegst du meine Einheiten hier gefährlich down. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Zum Glück. Für dich, ja. Sich zu unseren Gunsten. Das klingt doch positiv. Das sieht nicht so gut aus. Da bricht er mir hier gerade knallhart durch. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Das ist nicht gut, Leute. Oh, jetzt hier alles an Truppen, was wir noch haben. Komm, ist der feige Kavallerieangriff von hinten? Nö. Doch. Die tun nur so. Die tun nur feige so. Dafür habe ich mir meine Speerträger aufgehoben. Also das, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, aber mit diesen, ich komme mit diesen Wagen nicht zurecht. Also es hieß, man sollte einfach nur durchrennen, aber keine Ahnung. Ich komme damit nicht so zurecht, leider. Und ich kann es auch nicht sagen, ne? Ja, da habe ich einfach zu wenig Erfahrung mit den Ikenern, leider. Das ist ein schändlicher Anblick. Da sind schon deine britannischen Beritten in Down. Ja, das stimmt. Schade, schade, schade. Das ist ein schändlicher Anblick. Immerhin konnte ich dich noch mal ein bisschen schwächen, das ist ja auch mal was. Ja, aber du weißt ja selber, dass das nicht lange anhält, ne? Ja, bei der Masse komme ich nicht lange dagegen an, das stimmt. Habe ich nicht noch irgendwo was Sinnvolles?
mal hier ein bisschen, verbreitet mal ein bisschen Motivation, Männer. Ihr haltet das hier einfach noch. Bis zum bitteren Ende. Ich meine, immerhin konntest du mich dieses Mal nicht so krass mit deinen Bogenschützen stören. Wie sonst. Also hast du mir wirklich ordentlich Verluste immer zugefügt. Ja, das... Oh, deine leichte Kavallerie. Was ist mit dir? Unsere versteckten Einheiten wollen... Die ist so ordentlich im Verfolgen und vor allem mit der Masse halt an Truppen, ne? Ja gut, die kann nicht mehr fliehen. So, jetzt schießt du nochmal, was das Zeug hält. Oh, das hätte ich auch schon früher machen können. So. Aber ich habe dir hoffentlich einige Einheiten getötet. Das ist gut möglich, weil die, die als erstes hoch sind. Genau. Versucht so gut es ging, die Stadt tapfer zu verteidigen. Was war denn das für ein Schrei? Ja, der kommt ja, diese eine Einheit, ne? Von Anfang an hält die noch durch. Ne? Ja, dieses War, genau. Ja, ja, das kenne ich. Ja, ja, frage mich auch mal, was ist mit dem Typen nicht in Ordnung ist. So, ja, ja, da wankt noch eine Einheit von dir, finde ich gut. Das heißt aber nicht, dass sie zerstört wird. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ich bin ja froh, dass ich dir schon mal einige am Anfang hier down gemacht habe, dass du nur mit zwei Leitern hochkamst. Das hat mir auf jeden Fall schon mal einen Vorteil gebracht, würde ich behaupten. Ja, also tatsächlich hast du mich darauf gebracht, dass ich dann die Leitern sofort einsetzen muss. Ja, ja, sonst hätte ich die abgeschossen, das stimmt auch noch. Hättest du wahrscheinlich zuerst die Leitern kaputt geschossen. Und nicht die Ballisten, dann ja, stimmt. Dann hätte ich das nicht bemerkt. Boah, das wäre bitter gewesen, stell dir das vor. Ja gut, aber dann hättest du eine Runde belagert, neu gebaut und ja. Das hätte ja nur kurzfristig was geholfen. Ja. Und so, ich weiß nicht, sind deine Ballisten jetzt völlig zerstört oder? Nö. Nee, die Einheit okay. Ist ja noch da. Ja, ich baue jetzt einfach nach, oder was? So, ihr dürft mal wieder motivieren. Komm, ich will diese eine Einheit, ne? Das gibt's doch nicht. Du schießt auch so stark jetzt rein. Ja, ich hätte die andere motivieren müssen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ja, sie wird gleich fliehen. Und auf der linken Seite brichst du sehr stark durch. Ja, dann ist da noch irgendwas? Ja, da ist ja sogar noch was. Die dürfen wir auch nochmal angreifen. Alles nochmal in den Kampf schicken, was geht. Jetzt kommt aber die Massenflucht. Komm, jetzt tötet noch mal ein paar von denen. Wir schauen uns das mal im Detail an hier. Das ist, glaube ich, unser General, der gerade kämpft. Ja, da hat er einen getötet. Sehr schön. Weiter. Kämpft. Haltet durch. Sehe ich gerade richtig, was da passiert? Was? Nee, ne? Nee, okay, ich sehe doch nicht richtig. Ich habe schon kurz gedacht, die Balliste hier würde schießen, also die von der Stadt. Das habe ich auch schon mal gedacht und das war dann. Die haben halt geladen, aber sie drücken halt nicht ab, ne? Ich weiß, das habe ich schon oft gesehen, das ist das Problem. Okay. Das habe ich schon gedacht, irgendwie plötzlich, das wäre halt auch ein bisschen spät gewesen, wenn es jetzt gegangen wäre. So, dein Jen ist tot. Jo, jetzt ist es GG. 40 Minuten kommt jetzt die Massenflucht bitte. Hast du überhaupt noch Truppen? Ja, aber die bewegen sich nicht dahin, wo ich soll. Ich kann doch einfach aufgeben, oder? Pff, wie du willst, dann sparen wir Zeit, weil ich renne jetzt eh in die Mitte. Wo habe ich denn jetzt noch da die eine? Was ist denn mit der einen Einheit? Kann die nochmal schießen oder so? Die versteckt sich hinterm Haus irgendwie vor dir. Okay, jetzt ist die weg. Wir können auch dreifache machen, dann ist es schnell durch. Ja, machen wir es doch so. Jetzt kommt meine stärkste Einheit noch gegen dich.
Nee, die wird vorher fliehen, bevor sie deine Truppen erreicht. Ich sehe die halt nicht mal. Die fliehen aber halt auch nicht, ich verstehe es nicht. Das war ja beim letzten Mal bei mir auch der Fall. Diese Bogner. Vor allem, ich wollte ursprünglich die Ballisten schützen, also da wegziehen, als deren Schuss leer war. Weil ich irgendwie noch gedacht habe, ja, dann behalte ich die ja, dann kannst du die nicht abschießen. Aber ich habe halt völlig vergessen, dass logischerweise ja meine ganze Armee dann down ist. Jo. Schau mal, zwei Stück kämpfen noch gegen dich, hast du es gesehen? Ja, die Wurfspeere alleine haben die weggeräumt. Ich habe auch fast... 2147, da hatte ich ein paar mehr. Stimmt, du hattest fast 1000 mehr an Verluste. Na so, 600, 700. Aber ich habe zwei Quality Units verloren. Aber siehst du das jetzt hier schon direkt, dass du nur zwei... Ja, ich sehe ja, und ich habe insgesamt 4 Units verloren, ja. Ja, hätte besser laufen können. Das hätte besser laufen können, Leute. Und damit verabschiede ich mich bei euch hier mit der Rückeroberung von Bibracte. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit, wenn wir den Gaius zur Rechenschaft ziehen. Macht's gut. Und auch wir haben jetzt den edlen Tod. Tschüss, macht's gut. Tschüss, Nadie.